Hey Leute, willkommen zum neuen Video auf Kevins Kanal. Ich prank ihn heute komplett. Und zwar morgen um 10 Uhr kommt unser Song raus. Und ihr müsst ihr alle so gucken die ganze Zeit. Seid schon um 1 Uhr nachts wach und guckt, ob wann der Song rauskommt. Ihr müsst unbedingt die Ersten sein. Morgen 16.12. 10 Uhr auf diesem Kanal. Abonniert alle und liked das Video und aktiviert Glocke. Ich guck jetzt, wer nicht gemacht hat, ehrenlos. Du und du und du und du, ihr seid alle Ehrenmänner. Wir haben Spaß, yeah, yeah. Und die ganze Welt gehört uns. Und jeder Tag bringt neue Abenteuer. Es sind Anton und Kevin. Kevin, Anton und Kevin. Wenn ich Glück habe, dann streamen wir sogar morgen. Ich habe noch nie einen Livestream mit Kevin gemacht. Und dann könnt ihr schon sehen, was da ist. Und dann gehen wir in den Song rein. Und er ist auf Spotify und auch auf allen Geräten, wo man auch noch was hören kann. Ich bin jetzt ins Kevins Wohnung und ich muss ganz leise sein. Die Freundin von Kevin, Maybrit, hat mir gerade sein Handy gegeben. Hier ist das. Ich möchte Kevin pranken, dass der Song gelöscht wurde von mir. Aber es stimmt gar nicht. Nur tue ich die ganze Zeit so, als hätte ich den gelöscht. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie man das macht. Ich rufe erstmal Katar Ali an und frage ihn, wie man das macht. Weil der war ja hier, als wir den Song aufgenommen haben. Und deswegen, Leute, der Song ist nicht wirklich gelöscht. Das ist nur ein Prank an Kevin. Also nicht denken, ich lösche den jetzt wirklich. Hallo? Moin. Was geht? Kevin? Hallo, Anton hier. Toll, Anton? Ja. Was geht? Hallo. Kevin ist gerade in seinem Büro, ich muss ganz leiser sein. Und warum hast du Kevins Handy? Maybrit hat mir das gegeben. Okay, wie kann ich dir weiterhelfen, Anton? Wie lösche ich den Song? Was? Du willst den Song löschen? Ja, aber nur so auf Spaß. Anton, wir können den Song nicht löschen, aber auch nicht aus Spaß. Ich will den unbedingt löschen, weil das war Rache, dass Kevin mich immer prankt. Ach, du willst Kevin pranken? Ja. Ja, okay, wenn das so ist, ich muss Kevin eigentlich auch noch pranken. Der hat, als ich bei euch war in der Woche, der hat mir morgens kein Frühstück gemacht. Der hat mir nur Kaffee gegeben. Da muss ich ihn jetzt zurückpranken. Ja, dann machen wir einfach einen Duo-Prank. Ja, wir machen einen Duo-Prank. Pass auf. Folgendes, ich habe einen Plan. Ich rufe Kevin an. Ja. Und ich sag ihm, dass ich meine SD-Karte verloren habe. Also da, wo die ganzen Videos drauf waren von der Kamera. Aber Ali, ich habe doch gerade sein Handy in der Hand. Ach so, ja, dann musst du es halt irgendwie heimlich in sein Büro wieder tun. Oder ich rufe ihn später. Das bekommen wir schon hin. Also ich frage Maybrit. Ja, oder du fixst Maybrit. Das ist auch okay. Okay, Ali, du probierst dann, dass Kevin denkt, der Song ist gelöscht, ja? Korrekt. Ich gebe mein Bestes, Anton. Ich rufe jetzt erstmal Kevin an und wenn ich das gemacht habe, rufe ich dich zurück, okay? Und sag dir Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, ich frage dann eben Maybrit, ob sie das Handy in sein Zimmer legt. Okay, dann machen wir das so. Okay, tschüss. Tschüss. Okay, ich muss jetzt erstmal probieren, das Handy da reinzuschmuggeln in Kevins Zimmer. Aber eigentlich, ich frage lieber Maybrit einfach, ob sie es da reinlegt. So, Freunde, jetzt rufe ich Kevin an und versuche ihn zu pranken. Hallo, Kevin. Hallo. Moin. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, nicht so gut tatsächlich. Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Wie war jetzt das Musikvideo? Ja, deswegen rufe ich dich an. Ich habe das Musikvideo quasi verloren. Hä? Ja, ich habe die SD-Karte von der Kamera habe ich verloren. Weißt du, wo die ganzen Dateien drauf sind? Also ich habe quasi das Musikvideo verloren. Ich habe es nicht mehr. Ist gelöscht. Hä? Was sagst du? Ja, ich habe die SD-Karte verloren. Wolltest du nicht die Dateien hochladen, als du unterwegs warst? Ja, wollte ich, aber das Internet ging nicht. Habe ich sogar auch geschrieben, weißt du? Wenn morgen, also gut, übermorgen, wenn übermorgen der Song kommt, dann kann dir doch nicht jetzt auffallen, nach so 6 Tagen, dass du die Datei verloren hast, die Dateien. Ja, keine Ahnung, ich bin halt, ich bin gerade aktuell sehr beschäftigt. Ich habe doch durch Zufall da, du hast doch den Trailer hochgeladen in den Drive-Ordner, oder nicht? Ja. Bruder, hast du doch die Rohaufnahme hochgeladen, oder bin ich dumm? Ich hab mir das doch angeguckt, damit ich Thumbnail machen kann. Hä? Sind doch die ganzen Rohmaterialien. Oh, ach so. Kenn ich doch die alle. Oh, ach so, das wusste ich. Ach so, wusste ich gar nicht, dass ich das schon hochgeladen hab. Bruder, jetzt... was? Hä? Was Ja, nee, keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen. Aber jetzt einmal ehrlich, hast du das Musikvideo schon fertig? Was ist das jetzt für ein Loster Prank? Ja. Ruf dann einfach an, wenn du fertig bist, ne? Ja, easy, mach ich. Okay. Dann ciao. Ciao, ciao. Oh mein Gott, es hat nicht so gut funktioniert. Ich muss jetzt Anton anrufen
und ihm Bescheid geben, dass es nicht geklappt hat, wie ich es geplant habe. Also der, ich habe ganz vergessen, dass er den Zugriff auf den Ordner hat. Anton muss das jetzt retten. Anton, du musst das retten. Kevin ist jetzt gerade in seinem Schlafzimmer. Ich gehe jetzt in sein Büro rein. Und sein Handy liegt hier. Dann hoffe ich nur noch, dass Ali gleich zurückruft. Oh, und hier ist auch schon die Seite offen. Oh, geil. Das sind jetzt in Dateien vom Musikvideo. Guck mal, ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass Ali jetzt anruft. So Leute, ich versuche jetzt Anton anzurufen. Nebenbei esse ich Takis. Ganz richtig. Let's go, ich muss Kevin jetzt anrufen, in der Hoffnung, dass Anton dran geht. Hallo? Hallo? Hallo, Anton hier? Gut, dass ich dich erwische. Das mit Pranken hat nicht so ganz geklappt. Kevin glaubt mir nicht, dass ich das verloren habe und gelöscht habe. Da musst du jetzt ein bisschen carryen. Ich sehe ja am PC die ganzen Dateien hier offen. Ist das wegen dir? Ja. Ich habe ja vorhin mit Kevin telefoniert. Der hat die Dateien gerade kontrolliert, ob die wirklich gelöscht sind. Das sind jetzt alle Dateien im Ordner Takis und Prime. Kannst du das sehen? Ja. Okay. Pass auf, ich erkläre dir jetzt, wie du diese Videos löschen kannst, okay? Ja. Siehst du den Ordner Ali? Ja, ich sehe ihn, aber die Frage ist, ob du ihn siehst. Ja. Okay, dann ist gut. So, der Takis und Prime-Ordner, da sind alle Videodateien, alle Kameradateien, die wir zusammen aufgenommen haben in der Woche, okay? Lösch. Ja, das Gute ist jetzt, wenn du jetzt Rechtsklick auf den Ordner drückst. Wo? Geh mal mit der Maus auf diesen Ordner. Was passiert? Ich sehe nur eine große Videodatei. Ali, kannst du das nicht löschen? Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich kann es eigentlich schon machen. Warte, ich lösche das jetzt, okay? Anton, bist du bereit? Ja. Du siehst es dann auch gleich, okay? Also, zack, zack. Oh mein Gott. Ist es weg bei dir, Anton? Ja. Oh mein Gott. Anton, wir haben jetzt Kevin komplett geprankt. Wir haben jetzt alles gelöscht. Oh mein Gott, Leute. Da ist einfach gar nichts mehr vom Song. Guck mal, das sind jetzt so ganz andere Sachen. Ich glaube, das sind noch Dateien von London. Ali, aber jetzt sind ja nur die Dateien weg. Der Song ist ja immer noch da. Ali, wie kann ich das jetzt löschen? Okay, pass auf. Ich sag dir jetzt, also das fertige Video ist noch auf seinem Computer, okay? Ich zeig... Ja. Also meistens, so wie ich Kevin kenne, der packt seine Dateien immer auf seinen Bildschirm. Also auf seinen Computerbildschirm. Ganz in der Mitte, dann ist immer die wichtigste Datei. Stimmt, da steht Takis und Prime Clash Games featuring Anton. Achtung, ich zeige euch das mal. Ali, aber wenn ich das jetzt lösche, hast du das noch? Ja, ich hab's noch. Ich hab alles, also alles, was die Dateien von Kevin, die habe ich auch. Wenn ich das jetzt lösche, ist der nicht weg? Nein, der ist nicht weg. Ich hab den. Okay, soll ich jetzt raufklicken? Ja, lösch das jetzt einfach. Lösch. Warte, ich zeig euch, wie das mache. Und jetzt löschen. Hast du es gemacht? Ja. Oh mein Gott, Anton, du hast einfach den Song gelöscht. Oh Leute, jetzt ist alles Endlevel. Krass, ich glaube, ich muss einfach ganz schnell weg hier. Ja, tschüss. Tschüss. Oh Leute, ich muss jetzt hier ganz schnell raus. Raus. Oh Leute, stell meine Schuhe. Schnell Tür zu machen, ich hoffe, Kevin hört das nicht. Wieso steht mein Stuhl hier so, wieso ist mein Handy hier auf der anderen Seite? Und wo sind die Musikvideodateien hin? Hier steht einfach so, oh nein, Fehler beim Anzeigen der Webseite. Ey, der Song ist gelöscht! Hä? Wo ist der hin? Ich habe den Takis und Prime Song hier mitten auf dem Desktop abgespeichert. Warte mal, Anton war doch hier. Wir wollten noch was aufnehmen, ich habe nur gesagt, ich bin kurz bei Maybrit. Anton? Anton? Hä? Hier ist er nicht. Digga, morgen ist Song-Release. Wo ist der? Warte mal, ich muss mal Maybrit fragen. Maybrit, hast du Anton gesehen? Ja, aber von heute mal ganz kurz. Der wollte irgendwie dein Handy haben zum Browser spielen oder irgendwie sowas. Hä, aber wo ist er denn hin? Wir waren noch hier zu zweit nur gerade kurz drin. Hast du irgendwie eine Tür gehört oder so? Ja, die Haustür habe ich gerade eben kurz gehört. Aber ich habe halt, ich weiß nicht, ich dachte, du wusstest. Ist irgendwas passiert? Ja, der Song wurde gelöscht. Sind Antons Sachen hier noch? Hey Freunde, das macht gar keinen Sinn. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob Ali mit Anton telefoniert hat. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Ali hat mich ja auch so random angerufen. Die haben ja nicht miteinander telefoniert, oder? Doch, Ali wurde angerufen. Warte mal, ich rufe den mal zurück. Hallo, Ali? Ja? Hast du irgendwie mit Anton telefoniert? Nein, ich esse gerade nur Takis. Ja, hier an meinem Handy steht aber, dass irgendwie vor so 10 Minuten oder so jemand mit dir telefoniert hat von meinem Handy aus. Und ich war das nicht. Mein Handy lag hier im Büro. Und Anton ist jetzt weg. Und der Song wurde gelöscht. Also Kevin, ich weiß gar nicht, was du... Also das ist jetzt schon eine Anschuldigung. Hast du die gelöscht? Nein. Hat Anton die gelöscht? Ich weiß nicht, wer Anton ist. Ich esse nur Takis. Ali, weißt du, wo Anton ist? Wer? Ey, ich hasse dich. Ich suche jetzt Anton. Okay, ich bin jetzt noch reingekommen. Ich habe die Tür halb offen gelassen und jetzt bin ich reingekommen. Warte, ich ziehe ihm Schuhe aus. Ich gehe mal ins Kevins Büro und gucke, ob er sauer ist. Okay, ich gehe jetzt in sein Zimmer.
Anton, warum filmst du? Einfach so. Warst du hier an meinem PC? Wer? Du? Gefragt hat. Anton, wo sind die Drive-Dateien? Wo ist der Song hin? Welcher Song? Unser? Ja. Wo ist der? Kevin, prank mich nicht schon wieder. Anton, der Song wurde gelöscht. Warum lachst du? Warst du das? Du lachst! Warst Ey, du hast das? Hast du den gelöscht? Hast du den gelöscht? Nein. Was? Nein, habe ich nicht gesagt. Zwei Witz. Anton, ich rufe jetzt zusammen mit dir nochmal Ali an. Der hat gerade zu mir gesagt, der weiß nicht, wer Anton ist. Hallo? Hallo? Ali, Anton ist jetzt neben mir. Hallo? Es wird jetzt Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Wo ist der Song? Anton, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt wegrennen kannst? Jetzt. Ey! Ali, sag mir jetzt bitte, dass das einfach nur ein dummer Prank war. It's a prank, Kevin! Digga, wo ist Anton? Ali, Mann! Warte, ich hol den. Oh mein Gott, wo ist der hin? Hast du in der Zeit jetzt gerade Fortnite angemacht, oder was? Ja. Das war die ganze Zeit. Ich hab dich einfach nur geprankt. Und außerdem, die Dateien sind noch bei Ali. Anton, das war kein witziger Prank. Jetzt sag den Leuten nochmal, dass sie morgen alles Musikvideo angucken sollen. Alle Musikvideo morgen gucken um 10 Uhr auf Kevins Kanal und auf allen anderen, Spotify und so. Und das müsst ihr auch unbedingt in eure Playlist machen. Anton, du kannst echt froh sein, dass... Ich hab das alles mit Ali abgeklärt. Ich wusste das doch. Ihr seid beide einfach total dumm. Das ist alles im Papierkorb locker. Ist mir auch egal, du wurdest doch trotzdem geprankt. Anton, ich bring dich jetzt nach Hause. Nein.